Hallo meine Lieben, ja, und herzlich willkommen zum fünften Teil und letzten Teil unseres Albums. Wir haben ja in den letzten zwei unsere Elemente fertig gemacht und die werden wir dann jetzt mal in unser Album einfügen. Dann nehmen wir mal unser Album. So. Werde ich dieses hier drauf kleben. Ich denke, wenn man dann öffnet, macht das einen tollen Eindruck. Ich habe hier noch ein kleines ja, Be Yourself aufgeklebt und ich denke, das wäre gut so. Oh, was meint ihr? Ich finde das schön so. So, dann kleben wir das mal an. Und zwar machen wir uns hier hinten Kleber drauf. So. Und dann kleben wir uns das in die Mitte unserer Seite. So, das können wir auch öffnen. Damit man hier noch gut festdrücken kann. Und somit hätten wir unsere erste Seite im Album. So, dann drehen wir uns das Ganze um. Und dann hier möchte ich das hier aufkleben. Und zwar so. Ich muss hier noch ein bisschen gucken. So. Das kleben wir uns dann hier mit das einmal auf. Alles mal kurz einmal ein bisschen wegrücken. Ich nehme mir mal ja, so. So. Damit das auch gut hält. So, das wäre das. Und dann haben wir ja diese Seite hier. Wie ihr seht, ich habe die jetzt fertig dekoriert, ne? So. Und hier eins, damit man ja das Magnet nicht mehr sieht. Und das kommt dann hier so drauf. Natürlich könnt ihr jetzt eure Elemente in euer Album bringen, wie es euch gefällt. Das ist ganz egal, wie ihr was wo haben möchtet. Das Ganze einmal ein bisschen öffnen. So. So, damit wären diese fertig hier. So, dann kommen wir hier in die Mitte und das ist, wo ich hier meine haben möchte.
Die kann man jetzt, man könnte sie oben machen, man könnte eins. So, das wäre doch auch was. Ich glaube, ich mache das so. Jetzt nur mal gucken. Okay, hier macht man auf, dass ich das auch, Entschuldigung, den richtigen Weg ankleben werde. So, machen wir mal hier diese Klebestreifen hier ab. So. Und dann Kleber drauf. Dann kleben wir uns das hier. Wir können das auch einmal öffnen und dann ja, die letzte Seite, ne? Das gut andrücken. So. Und dann das gleiche mit diesem hier. Auch einmal kurz gucken, so das wird hier geöffnet. Also so angeklebt. Und das klebe ich dann hier hin. So, noch mal einmal gut öffnen und ein bisschen festdrücken. So, somit wäre das auch fixiert. Na. So, und dann drehen wir uns die Seite um und dann kommt hier unser Wasserfall drauf. So. So, und da können wir auch wieder alles öffnen. Und dann gut zwischen dem Wasserfall das gut andrücken. Und somit wäre das. Und dann kommt dieses hier. Das möchte ich dann hier haben. So, dann kleben wir uns das auch an.
So. Und dann können wir uns das wieder öffnen. So. Und dass das schön angedrückt ist. So. Damit hätten wir das auch. Und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Ding. Und das möchte ich den Fusel da weg. So. Das möchte ich dann hier haben. So. Ne? So auf diese. Dann kleben wir uns das auch an. So, das können wir uns dann auch öffnen. Und das gut ankleben. So. Damit wäre das dann auch fixiert. So, das hätten wir. Und dann, ja, jetzt kann man sich noch seine Seiten ein bisschen gestalten mit ein paar Stanzteilen oder Sticker oder Holzteilchen, was man dann so alles hat. Und ehe ich es vergessen, habe ich mir noch hier 4 Tags zugeschnitten. Und zwar haben die, das ist für hier in unsere Taschen hier rein, die haben die Maßen, also 4 x 6 1/8 Inch x 8 1/2 Inch. Und in Zentimeter wären das 15,6 x 21,6 cm. Ne? 4 Stück für in die Taschen. Und die werde ich mir jetzt noch mit einer Randstanze werde ich mir die verschönern und das werde ich erstmal machen und dann komme ich zurück und dann gucken wir, was wir auf das Cover tun werden. So, also wir sehen uns gleich wieder. So, na, das hätte ich gemacht und nun, jetzt gucken wir, was wir hier auf unser Cover haben möchten und einige von euch, die wissen ja schon, dass ich ein Abo bei Love from Lizzie habe. Das ist so ein Monatskit. Kommt jeden Monat, kommt was. Und da hatte ich so Stanzteile, also Ephemeras. Und ich finde, die passen hier eigentlich ganz gut dazu. Ja, so ein Mädel, guck mal, mit so einer Katze, die dabei ist, ein Buch zu lesen. Und ja, hier habe ich noch so eine Schleife. Und ich denke, ich schneide mir die ein bisschen aus und dann klebe ich ihr die noch da drauf. Das sieht etwas dicker aus. Und ich glaube, ich werde hier drunter auch Pappe machen, dass das ein bisschen mehr raussteht. Ne? Und dann habe ich hier, habe ich mir was abgestempelt. Ach, jetzt haben wir die Sonne. Ne? Das ist ja jetzt, habe ich mir was abgestempelt. Und zwar dieses hier. Und ich glaube, das klebe ich mir auch an. Aber erst einmal muss ich was gegen die Sonne machen. Einen Augenblick bitte. So, ich denke, so ist besser. Also, hier habe ich mir so aufgestempelt. Ein bisschen Holo hinten dran. Ich denke, das kommt hier. Das muss ich noch gucken, aber irgendwie so hier. Und hier, die habe ich mir jetzt schon ausgeschnittene, die klebe ich mir da drauf. So, und dann gucken wir mal,
was wir hier noch so drauf tun können. Ich habe vielleicht gedacht, ein paar Blümchen. Gucken wir mal, was denn so passt. Ah, ich schneide mal ein bisschen, ne? Und dann gucken wir halt. So eine dunkle. Ja, wir gucken mal. Ja, das ist halt immer so. Ne? Jetzt kommt das, wo man lange dabei sitzt und dann guckt, ja, was mache ich nicht, was gefällt mir nicht. Das ist dann, wo ich am meisten immer dran sitze, bis ich dann das Richtige gefunden habe. Oder richtig positioniert habe. Ne? Das braucht ja immer ein bisschen. So. Da könnte ich noch ein bisschen was, ne? Das sieht doch schon nicht so schlecht aus. Wie wäre es damit noch ein bisschen was Grünes drin? Oder was habe ich hier noch? Wir gucken mal, aber ich glaube, das passt nicht. Aber gucken kann man immer. Ne? Obwohl. Eine so hier und dort, wo so eine rausguckt. Und dann vielleicht noch eine so da. Hm. Ja. Jetzt muss ich, ja, wie gesagt, das muss ich jetzt ein bisschen gucken, wie ich was tue. Und ich würde sagen, ihr seht ja jetzt ungefähr, wie ich vorangehe, also so suche ich mir meine Sachen aus, bis ich dann ungefähr denke, ich habe das Richtige gefunden und dann ja, dann gucke ich halt, ne, ob da noch irgendwo was hin muss oder ob alles gut ist. Ne, das so arbeite ich mich voran. Ne? Das ist halt dann immer, ja, wie ihr seht, ne? Das kann dauern, das kann sehr schnell gehen, das kann aber auch dauern und
fehlt mir noch irgendwie, da fehlt mir was Blaues. Hab ich denn nicht noch welche? Ich habe aber auch Blumen hier. Ach, du. Ach, hier. Wusste doch, dass ich noch welche hätte. Der blauen. So. Welche gefällt mir denn jetzt hier? Ich denke, die gefällt mir gut. So. Ich glaube, ich mache das lieber. Ja. Also so da. Ja, wie ihr seht, das muss ich jetzt alles, wenn das bis alles angeklebt ist. Aber ich denke so, das gefällt mir eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich die hier dabei tue. Dann vielleicht eher das hier hinrücke. Blume hier. Dann vielleicht eher so. Ja, so. Ja. So auf ungefähr auf jeden Fall, ne, werde ich das machen. Und dann, wo habe ich denn jetzt meinen Kleber? Ach hier. Dann klebe ich mal dieses Schleifchen hier noch an. Ich stecke das mal hier hin, dass ich auch sehe, was ich tue. So. So hat die eine etwas größere Schleife in den Haaren. Und hier hinten dran werde ich mir ein bisschen Pappe zurechtschneiden. Was ich mir dann hier und ich muss da ein paar Stücke, dass das dann so ein bisschen, ich zeige jetzt erstmal, ne? So ein bisschen hervorsteht. Ich denke, das ist besser. Und ich glaube, ich werde das auch hier drunter machen. Dann steht das auch etwas höher. Und ich würde sagen, das würde auch schon genügen. Für unser Cover gucken, wo ich das noch hin tun werde. So, glaube ich. Ich glaube, das ist okay so. So, dann werde ich das jetzt mal alles ankleben und dann sehen wir uns gleich zurück für das Walkthrough. So, ne? Das wäre gemacht. Und was ist aus dem Album geworden? Hier auf den Rücken habe ich noch ein Love with Passion und hier so ein Mädel draufgeklebt. Und dann hier haben wir dann das vordere Cover, ne? Damit so totally beautiful inside and out. Und dann hier das Mädel, was dabei ist, ein Buch zu lesen. Und dann hier
ein paar Blümchen. Hm? So, das wäre das. Ich lege mir das mal hier hin und dann öffnen wir das Ganze. So, so kann ich das besser hinlegen. Das wäre dann unseres. Ich nehme mir hier mal ein Stück, damit ich euch zeigen kann. Hier habe ich auch denn so ein Mädel, was auf dem Sofa liegt, ne, und ein Buch liest. Und das habe ich nur ein bisschen angeklebt, so kann man ein Foto dahinter stecken. Ne. Und zum Beispiel hier ein Foto stecken und hier könnte man noch eins kleben. Ne. So, und dann hier, das öffnen wir dann. Ne. Da habe ich auch nur innen hier dekoriert und dann hier freigelassen, ne, für Fotos. Ne. Hier könnte man noch ein Papier drauf kleben, damit man diese nicht sieht. Das kann man noch alles machen. Ne. So, das wäre diese Seite. Und dann haben wir hier Fotomatte. So. Und dann schieben wir das Ganze ein bisschen rüber. Drehen wir das Ganze um. Und dann so. Haben wir hier, ja, habe ich ein kleines Büchlein aufgeklebt. Und dann haben wir hier ganz viele Seiten für Fotos. Ne? So, und dann hier zu dieser Seite wieder das Mädel, was liest. Ne? Und dann hier kann man Fotos einkleben. Und hier, da habe ich freigelassen. Hm, wenn man ein großes Foto darauf kleben will, dann ist das alles kein Problem. Ja, und dann wieder eine Fotomatte, eine große. Und dann haben wir hier dieses hier. Da habe ich freigelassen, da könnte man ein Foto kleben hier und dieses und auf dieses hier. Und dann machen wir das auf. Dann haben wir hier das Kätzchen, ne, mit einer Tasse Kaffee, die auf das Mädchen wartet. Ne? Und dann kann man ja, ne, das so aufklappen und überall und hier das gleiche Fotos einkleben. Ne? So. So, und hier unten haben wir wiederum das Gleiche, aber da ist es Abend und die Katze wartet mit Keksen. Und dann kann man wieder hier das Ganze so öffnen. Für Fotos. So. Und wieder eine Fotomatte hier. Ne? So, das wäre das. Und dann kommen wir zu dieser Seite. Legen wir das mal so. Ne? Da habe ich hier das Mädel, ne, wo es tanzt. Und dann ja, öffnen wir das und dann habt ihr hier den Wasserfall für Fotos. So. Und dann wieder zu dieser Seite. Ja, da habt ihr dann das Mädchen mit der Katze, ne, die zum Fenster raus guckt. Und dann, ja, das öffnen wir so. Ja, da muss ich noch ein bisschen Kleber drauf tun. No, nein, das ist okay. Und dann, ne, zu dieser Seite und dann habt ihr hier wieder für Fotos. Wie gesagt, hier könnte man auch noch ein Papierchen drauf tun, dann sieht man nicht, wo man angeklebt hat. Das kommt dann noch alles, wenn das Album verschenkt wird.
So, und dann wieder eine Fotomatte, ne? So, und dann kommen wir auch schon zur letzten Seite. Hier haben wir dann das Sofa, ne, mit, wo dann alles drauf ist. Und hier, ne, eine Flasche Sekt mit einem Glas. Ne. Da könnte man sagen, ja, Freitagabend, Samstagabend, ne? Und dann kann man das so öffnen. Hier und dann wieder so und wieder so. Ne, wo man viel Platz für Fotos hat. So. Und dann hier auf diesem, ne, haben wir dann wieder das Mädel mit der Katze, ne, wo sie dann, ja, sich ein Sektchen gönnt. Ne? Und da kann man wieder, wie gesagt, so eine Foto, ein Foto hier rein oder hier oben kann man auch noch eins kleben. Ja, und ja, hinten ist einfach alles normal. So, das wäre das Mini-Album gewesen. Wie gesagt, auch aus leichteren Schritten kann man tolle Alben bauen. Das seht ihr da, schon tolle Alben basteln. Ne? Ich glaube, es ist nicht so aufwendig wie das letzte, was ich getan habe. Aber ich finde, das hier, das lässt sich auch sehen. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da und einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch einen schönen Kommentar schreiben. Habe ich gar nichts dagegen. Und falls ihr noch nicht in meiner Facebook-Gruppe seid, dann kommt da. Da gibt's, ja, da kann man seine Werke zeigen, die man gebastelt hat. Und ich freue mich natürlich immer über Fotos von den nachgebastelten Alben. Hm, dass man da ein bisschen ja, gucken kann. Wer wie wo was macht und ja, schaut da vorbei. Ich werde sie in der Infobox verlinken und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss!